Keine Knastis mehr in Kaliningrad. Historisches Schloss in Gwardejsk wird wieder Schloss. Eine der größten Strafvollzugseinrichtungen im Kaliningrader Gebiet ist geschlossen worden. Grund hierfür ist nicht, dass das Kaliningrader Gebiet zur kriminalfreien Zone erklärt wurde. Jahrelange Verhandlungen zwischen den föderalen Strafvollzugsbehörden und der Kaliningrader Gebietsregierung wurden einfach nur erfolgreich zu Ende gebracht. Es geht um eine historische Einrichtung in der Kreisstadt Gwardejsk. Mehr als 200 Jahre wurde das sogenannte Schloss Tapiau als Strafvollzugsanstalt genutzt. Der äußere Anblick war kein Kompliment an die Kleinstadt, die sich alle Mühe gibt, ihr Stadtzentrum zu restaurieren. Aber die Strafvollzugsanstalt gehörte weder zur Kompetenz der Stadt, noch des Kreises, noch des Gebietes. Da sich das Kaliningrader Gebiet die Aufgabe gestellt hat, den Tourismus als eine der strategischen Entwicklungsrichtungen auszubauen, begann man bereits vor vielen Jahren mit den Gesprächen zur Übergabe des alten Schlosses an die Kaliningrader Gebietsregierung. Anscheinend gab es genügend Desinteressierte, so dass die Übergabe erst im September 2021 erfolgte. Ganz optimistische verkünden bereits, dass man die ersten Touristen in diesem Schloss noch im Jahre 2021 erwarte. Wobei hier wohl niemand wirklich etwas Schlossiges zeigen kann. Gezeigt werden kann wohl nur, wie eine russische Strafvollzugseinrichtung einmal ausgesehen hat. Vielleicht als passendes und abschreckendes Beispiel für diejenigen, die planen, die russische Gesetzlichkeit nicht zu beachten. Aber in dieses Gebäude wird nun niemand mehr eine Strafe absetzen. Es sei denn, das Kaliningrader Historische Museum, in dessen Verantwortlichkeit sich die Immobilie jetzt befindet, wird einen Teil des Schlosses in diesem Format erhalten, um Touristen zu zeigen, wie der russische Strafvollzug funktionierte. Der für den Denkmalschutz in Kaliningrad verantwortliche Beamte formulierte, dass dieses Schloss das besterhaltene Schloss im gesamten Kaliningrader Gebiet ist. Trotzdem muss es komplex restauriert werden und die hierzu nötige Planung wird gegenwärtig und kurzfristig erarbeitet. Um das Schloss instand zu setzen, werden Gespräche mit Investoren geführt. Dieser scheint wohl schon gefunden zu sein und man bespricht gemeinsame Pläne für diese Immobilie. Bisher wurde nichts Konkretes vereinbart. Gedanken existieren, ein Hotel und ein Museum einzurichten, sowie Möglichkeiten für eine Yachtmarina zu schaffen. Befragt nach den möglichen Kosten für die Rekonstruktion des Schlosses, meinte der Minister für Tourismus und Kultur des Kaliningrader Gebietes, Andrei Jermak, dass es ihm schwerfällt, eine Zahl zu nennen. Vielleicht 1 Milliarde, vielleicht auch 5 Milliarden Rubel. Alles hängt davon ab, auf welches Konzept man sich mit dem Investor einige.